Hier waren wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Hier ist noch ein Geheimnis irgendwo. Ach, so eine Flaschen-Dingsbums da. Bucht-Upgrade. Was bringt denn das Bucht-Upgrade? Machen wir mal ein Bucht-Upgrade. Wir haben ja eh ziemlich viel Geld. Von daher können wir das ja mal ein bisschen hier investieren. Hallihallöchen. Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind... Naja, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Ich weiß, wo wir welche finden. Aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. Ja, wir bauen ein Freudenhaus, ist okay. Oh, 15.000. Gruppen von Tänzerinnen kostenlos anzuheuern. Weiß ja nicht, ob das so sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Also, vor allem, also für so viel Geld, so viel spart das ja jetzt auch nicht. Was möchtest du uns denn anbieten? Hab nachgedacht, Captain. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Kostet das Lagerfeuer jetzt auch 7.000. Betrunkene Piraten kostenlos anheuern. Okay. Naja, komm, machen wir mal. Können wir wenigstens die betrunkenen Piraten anheuern. Ist doch schön. Die sind bestimmt hilfreich. So. Und was haben wir hier noch? Ne, das war ja Bucht-Upgrade, Bucht-Upgrade. Gucken wir mal da oben. Komme ich denn da jetzt am besten hin? Hier. Kommen wir doch in unser Häuschen. Unser schickes. So. Eigentlich wollte ich hier die Schwerter ja ausrüsten. Das scheint mir drinnen zu sein. Ah, hier können wir auch mal die Schlüssel, die wir haben, einsetzen. Gut, einer fehlt uns ja noch, ne? Aber... Fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. Die Fassade renovieren? Ja, und dann? Das bringt uns ja gar nichts. Ja, gut. Sorry, aber die Fassade renovieren wir jetzt nicht. So, wir können jetzt mal noch einen Schlüssel einstecken. Achso, wir haben nur einen neu bekommen. Oh, ein Schlüssel fehlt immer noch. Das ist übrigens die Piratenkapitänsmotor. Womit wir gehen jetzt mal nach draußen, dann können wir sie uns nochmal ganz in Ruhe anschauen. Im Lichte. So. Sieht die aus? Ich finde die richtig, richtig cool. Weil die ist irgendwie so dunkel und das passt so mit dem Rot irgendwie total gut zusammen. Das ist die beste, die es gibt, finde ich. Zumindest von denen, die ich jetzt da gesehen habe. Man kann ja noch ein paar selbst craften in der Herstellung. Allerdings fand ich die jetzt nicht so überzeugend. Nee, die fand ich nicht so gut. Gucken wir mal in der Herstellung, ob wir noch irgendwas machen können. Wir haben ja jetzt einen Panther. Panther brauchte man hier auch irgendwo, weiß ich. Ich habe das letztens mal durchgeguckt, einfach um zu gucken. Eigentlich wollte ich es mir aufschreiben, habe ich dann aber vergessen. Ah, ein Schlafpfeil-Upgrade. Können wir mit dem Pantherpelz machen. Sollen wir mal, der dabei erbringt. Das weiß ich jetzt nicht so genau. So, hier sind jetzt unsere betrunkenen Piraten. Sehr schön. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Können wir noch irgendwas hier machen? Ich bin immer... Was macht er denn? Hallo? Warum hast du dich jetzt da hingehockt? Was war das denn? Ahoy, friend. What can I get you? Informationen beschaffen. Aha, irgendein Schiff, was kommt. Dankeschön für die Information. Das ist aber kein Schiff, ne? Naja, gut. Kann man sich ja mal täuschen. Wow, ein neuer Kadaver wurde entdeckt. Haben wir den nicht schon entdeckt? Oder? Ich weiß es nicht. Wir hatten noch einen entdeckt. Jetzt gerade noch mal unter Deck gehen. Und die Flotte ansehen. Denn hier hat sich ja einiges getan. Möchten Sie das Schiff behalten? Hermione. Geil. So, das ist erfolgreich gewesen. Das ist erfolgreich gewesen.
Das ist erfolgreich gewesen. Ja, ich mache ja immer nur 100% Missionen. Von daher ist es klar, dass die alle erfolgreich sind. Ne? Aber da haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Geld hier. Wow, so viele Missionen. Alles klar. Dann schauen wir doch mal. Wir müssen wahrscheinlich wieder ein bisschen... Das schaffen wir leider nicht. Die Biscaya, Portugal... Ach, wenn da Heimtücke steht, dann sind das Kriegsschiffe. Und die... Obwohl es ist nur ein Kriegsschiff. Wenn es nur eins ist, könnten wir es schaffen. Okay. Dann werde ich das mal reparieren. Und das auch. Und das auch. So, dann machen wir das mal. Schlacht beginnen. Und da werde ich auf jeden Fall... Warum sind die Bricks denn schon ein bisschen kaputt? Ein Feuerfass benutzen. Das Kriegsschiff fällt nämlich so viel aus. Das ist unglaublich. Gegen die Brick, das ist total locker. Also das schaffen wir auf jeden Fall. Aber das Kriegsschiff ist schon eine Nummer. Wie ihr seht. Oh nein, es darf nicht angreifen. Nein! Mein Schiff ist kaputt! Ich habe mein Schiff verloren. Ich habe noch nie ein Schiff verloren. Was passiert denn jetzt? Die Guadalupe. Nicht, dass ich jetzt irgendeine Bindung zu diesem Schiff hätte, aber... Manu! Manu. Na, schicken wir mal die Hermione mit. Damit Hermione mal ein bisschen Kampferfahrung bekommt. Aber ich denke, es war ganz gut, dass wir eben in dem Kampf auch ein Feuerfass benutzt haben. Sonst wäre das ja noch schlechter gelaufen. Seeschlacht und dann können wir hier die Missionen machen. Und wir müssen ein bisschen unsere Schiffe reparieren. Nicht, dass wir noch eins verlieren. Die Guadalupe. Okay, das sind Mini-Kanonenboote. Da wird vermutlich auch so nichts passiert. Wow, da müssen wir jetzt ganz schön oft auf beide schießen. Bis sich da was tut. Yippie! Sichere Route. Das heißt, wir machen jetzt die Mission. Voll viel Geld. Voll gut. Ich schau mal, dass die Schiffe repariert sind. Wir haben eh genug Edelsteine. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Und noch einmal 40 Ladung. So. Wir sind halt noch nicht in den Dreiergebieten gewesen. Deswegen schaffen wir die Biscaya nicht. Denn, also Moment, wenn ich euch hier die Seeschlacht zeige... Das sind zwei Fregatten? Hä, das waren doch... Wow, okay, gestern waren das irgendwie drei Kriegsschiffe? Hä, wieso hat sich denn das jetzt verändert? Okay. Ja, locker, das machen wir. Hermione und Herkules. Cool, die haben voll die coolen Namen, unsere Schiffe. Wow, Herkules, was ein Angriff. Nein, nicht Hermione! Nein, nicht Hermione! Puh.
Ja, kaputt. Ja, mach die andere Fregatte auch. Ja, Hermione lebt. Ach gut, dass sie den Herkules nicht angegriffen haben. Boah, 100 Edelsteine. Dann können wir jetzt erstmal unsere beiden Schiffe reparieren. Denn die sind ganz schön kaputt. Das hat sich ja voll gelohnt jetzt hier. Egal. Hermione darf nochmal mit. Aber Hermione kommt jetzt an den letzten Platz. Und dann... Hä, wieso waren das denn gestern? Ich habe gestern ein bisschen so für mich gespielt. Einfach damit wir den 100% ein bisschen näher kommen. Aber wieso? Warum schon wieder Hermione? Hallo? Lass sie noch mal in Ruhe. Gemein finde ich das. Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass es Kriegsschiffe waren. Wobei ich war schon ziemlich müde. Also wer weiß, was es jetzt im Endeffekt war. Ich glaube, ich rede heute so durcheinander und ein bisschen hyperaktiv, weil ich einfach super müde bin. Und wenn ich so übermüdet bin, dann... ja. Hermione. Das ist mein Lieblingsschiff jetzt. Wie schnell das angreifen kann. Problem ist, es ist halt mit einem Schuss kaputt. Wie ihr seht. Okay. Krass, da kriegen wir jetzt die Missionen von. Ich hoffe mal, das sind gute Missionen. 7 Missionen. Boah, die geben richtig viel Geld, Leute. Das ist richtig gut. 40er Ladung haben wir doch noch. Conquistador. Auf geht's. Boah, die dauern halt jetzt richtig lange. Aber egal, es bringt richtig viel Geld. Boah, 50er Ladung haben wir leider nicht. Achso, hä, den haben wir ja schon. Den wollte ich. 70er Ladung. Nö. 45. Oh, das Höchste, was wir haben, ist halt eine 40er Ladung. Hallo. Okay. Was können wir machen? Adriana's Pride. Dann hast du wenigstens auch einen Auftrag. Und die süße Reise kann dann nochmal unsere Santa Louis machen. Gibt's ja auch noch. Krass, krass, krass. Und die hier? Nee, die konnten wir ja nicht machen. Ich muss sie auch mal reparieren, ne? Ganz schön am Sack. Hermione. Echt mein Lieblingsschiff, ja. Witzig. Sehr, sehr witzig. So, machen wir noch hier was. Easy peasy squeezy. Das sind wirklich einfache Kämpfe. Fünf Edelsteine. Das hat nicht sehr viel gebracht. Aber dafür haben wir jetzt hier noch ein paar Missionen, die nicht so viel bringen. Aber die auch schnell gehen. Und wo unsere Schiffe jetzt auch nicht so doll ausgestattet sein müssen. Das ist dann nicht so schlimm. Nehmen wir mal noch die Seebären. Ja, wir verlassen die Flotte. Und verlassen jetzt auch hier das Zimmer. Da können wir nicht hochklettern. Was ist das denn? Und wir stechen in den See. Ja, das Schnellreisemenü öffnen. Gucken wir mal, was Sinn machen würde. Ja, ist ja da irgendwo. Wir wollen doch nach Kingston. Na, dann machen wir doch mal eine Schnellreise, würde ich sagen. So, da sind wir. Großsegel, los geht's! Auf geht's nach in Kingston. Banden, Hauptsegel setzen. Wenn ich es schaffe, hier einzulenken. Mehr Segel, alle Segel! So. Stopp, Ram und Marssegel. Wir werden ja sowieso gleich wieder dahin geportet, beziehungsweise durch einen Ladebildschirm hingeführt.
Da sind wir schon. Wir haben hier noch immer nicht die Taverne gefunden, ne? Wow. Und auch 4 von 6 Geheimnissen. Also schon mal ordentlich auf jeden Fall. Ich halte euch den Rücken frei für etwas Geld. Nee, brauche ich nicht. Danke. Da ist irgendwo die Mission. Wie weit ist es denn? Hier ist eine Templerjagd. Oh! Hier ist die letzte Templerjagd? Falls es die letzte ist. Ich meine, es gibt bestimmt mehr, als man machen muss. Also,